Der brasilianische Erstligist AF Chapecoense hat sein Team für die neue Saison präsentiert. Vor gut 5 Wochen kam fast die komplette Mannschaft bei einem Flugzeugunglück in Kolumbien ums Leben. Die neue Mannschaft besteht aus Spielern des Nachwuchsteams, Profis, die nicht bei dem Flugzeugabsturz dabei waren, und 5 Neuzugängen. Der Verteidiger Helio Neto überlebte das Unglück und hofft, nächste Saison wieder spielen zu können. Die Saisonvorbereitung hat bei Chapecoense bereits begonnen, um über die Tragödie hinwegzukommen. Wir haben nur wenig Vorbereitungszeit, kaum Zeit, um eine Mannschaft aufzubauen. Deshalb haben wir versucht, einige Spieler neu ins Team zu holen.